das ja übt, damit man ready ist für Drehen. Jetzt habe ich es einfacher und kann öffnen. Ja? So, die Diagonale nach hinten, rechts beginnen, Achtung, wupp. Drehen drauf gehen, weiter drehen, angekommen. Und denkt dran, hier, ich bleibe nicht hier, sondern ich drehe hier weiter. So, wieder mal zum Spiegel drehen. Ich gebe euch mal nochmal einen Grund, warum wir das unter anderem machen. Ein weiterer Grund, warum ich diese Übung mache, ist, wenn das Thema Gleichgewicht aufkommt, hat man mit dieser Technik mehr Gleichgewicht, weil, wenn ich jetzt hier meine Ferse betrachte, meine Ferse, und eine Linie nach oben zeichne, ist jetzt ja mein Beckenknochen, jetzt nicht oben drüber, aber jetzt, richtig? So, dieser Beckenknochen hier hat jetzt ja aktuell diesen Fuß als Anker, aber jetzt gar nichts mehr. Jetzt hat mein Beckenknochen keine Ferse drunter. So, wenn ich jetzt hier hoch bin, muss ich ein bisschen balanceartig verschauen im Vergleich zu folgenden. Wenn ich jetzt meine Ferse hier habe, habe ich jetzt für zwei Beckenknochen hier einen kompletten Fuß. Hier nicht, nur für einen Beckenknochen, hier für zwei. Deswegen ist das Prinzip, Gleichgewicht zu verstärken, indem man für beide Beckenknochen einen kompletten Fuß hat. Hier das Ziel. Bin ich nur so, habe ich hier keinen Beckenknochen und es ist ein bisschen schwerer, weil hier der Beckenknochen keinen Fuß hat, wo ich dann austarieren kann. So ist besser. Deswegen ist diese Technik hier mit dem Nachdrehen, dass ich hier meinen Beckenknochen hier drüber platzieren kann, dass ich hier eine Ferse habe, die meinen Beckenknochen mitträgt. Habe ich das nicht, habe ich mehr Möglichkeiten zum Umfallen. Das ist ein kleiner Trick aus dem Taschentechnik. Repertoire! Deswegen mache ich es unter anderem mit euch.